Braucht Deutschland mehr Zuwanderung? Liest man die Vorhersagen, wie sich der Fachkräftemangel weiterentwickelt, sieht es in Deutschland düster aus. Bis 2040 wird es immer weniger Erwerbspersonen in Deutschland geben. Was also tun? Wenn man das aufhalten wollte, also wenn man gleich viele Beschäftigte nach wie vor haben wollte, müsste man, wenn man das über Migration lösen wollte, jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen zu uns holen. Warum? Wir brauchen am Ende 400.000 Menschen netto pro Jahr, die zu uns kommen, weil aber auch immer wieder viele nach Hause zurückgehen oder in andere Länder weiterziehen, braucht man 1,5 Millionen, dass es wirklich bei 400.000 netto ist.